Und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2, wo der Epi gerade versucht, sich im Hintergrund einzuschleichen. Der alte Sack ist schon 109 geworden. Yay. Ja, super. Danke. Ja, ich habe nicht viel gemacht, aber wir haben trotzdem sehr viel Arbeit hier auf der Farm. Ich meine, die Farm ist ja mittlerweile auch schon doch ziemlich groß, muss ich sagen. Das war das Letzte, was wir gekauft haben hier, das Stück, ne? Moment, ich muss erstmal hochstellen. Ja, genau, das haben wir noch offline, glaube ich, gemacht. Da hat der Epi gesagt, ja, lass uns noch das Stück kaufen, lass uns noch das Stück kaufen. Da habe ich gesagt, ja, ist eigentlich gut, wir können übrigens bald wieder kaufen, über 6.000, glaube ich, war das. Ist eigentlich gut, weil dann sind die Blumen auch schon mal fertig, wenn wir uns das nächste Mal einloggen. Die sind jetzt hier oben. Und wir wollten das Ganze so schön machen, dass wir die ganzen... Fische wollte ich gerade sagen. Die ganzen Schweine hier unten drin verfrachten. Hier unten drin verfrachten. Genau. Tolles Deutsch habe ich heute drauf. Aber das sind schon alle wie irgendwie immer von mir gewöhnt, glaube ich. Also das heißt, die Felder kannst du hier desinfizieren, wollte ich gerade sagen. Desinfizieren, ja. Oh mein Gott. Erstens, oh Gott, es ist zu spät. Zweitens, ich habe ein paar schlechte Nachrichten heute bekommen und bin ein bisschen durch den Wind. Also wenn ich jetzt ein paar Sprachfehler habe, dann verzeiht mir das bitte. Die haben wir voll, das heißt, die können wir eigentlich auch. Kriegen wir ja auch ein bisschen Geld für. Zitronenbäume haben wir auch voll. Die können wir dann auch so ein bisschen wegmachen hier. Wir sind ja das erste Mal zusammen beim Arbeiten in einer Grube. In einer coole Schweinegrube. Schweinegrube, doch so haben wir es, glaube ich, genannt beim letzten Mal. Ja. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Die dürfen wir jetzt aber nicht... nicht löschen, finde ich hier, die Dinger. Die setzen wir erstmal woanders hin. Nee, wir haben ja unterschiedliche Schweine. Das ist doch gut aufgeteilt. Ich glaube, wir haben im Moment 4 Sorten oder 5, 6 Sorten. Und da könnten wir hier eine hinmachen. Ja, aber dann sind die so unterschiedlich groß. Nee, ich würde das auch nochmal aufteilen. Ja, ich hätte sonst in Streifen aufgeteilt hier. Teil auf. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, also 5 hätten wir auf jeden Fall. Moment, ich guck mal eben nach, wie viele wir jetzt eigentlich haben. Ach ja, und wir haben ja jetzt seit dem letzten Update auch die Schafe da. Eigentlich müssten wir noch eine Kuhle für die Schafe besorgen. Nein, die Schafe müssen erhöht sein. Die müssen erhöht werden. Meinst du, so wie an der Nordsee? Sind die da nicht auch auf so Hügeln drauf? Ja, am Deich sind die. 3, 4, 5, 6 Stück sind das. Was habe ich eben gesagt, was ich da machen würde? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da muss ich die ein bisschen enger machen. Also ich muss dann gucken, dass wir ungefähr 6 Stück haben. Obwohl, das können wir eigentlich so lassen hier. So. Ich weiß zwar nicht genau, warum du das jetzt mit einer Straße unterteilen möchtest. Wir hätten natürlich auch Zäune nehmen können, nur mal so am Rande. Ja, aber mit der Straße kann man gut da entlang fahren, wenn du die abfarmst. Da fährst du ja schneller. Wenn du da nur Zäune hinmachst, dann musst du wieder so langsam darüber fahren. Das sind 1, 2, 3. Machen wir die 1 weiter nach hier links. Damit wir hoffentlich alles gleich haben von der Aufteilung her. Also wir haben wieder Umbaumaßnahmen. Es tut mir wirklich leid, ihr Lieben, aber im Moment, wir sind hier fleißig überall am Umbauen. 3, 1, überall stimmt gar nicht. Hätte nicht sowas. Ja, hier sind wir fleißig am Umbauen. Ja, da. 1, 2, 3. Das passt auf jeden Fall hier mit dem. Aber wer weiß. Also jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich ja leider das andere Video, wo ich die Frage gestellt habe, noch nicht online. Aber ihr solltet mir ja in die Kommentare schreiben. Ich werde sie bis dahin dann auch gelesen haben, bis das hier veröffentlicht wird. Aber ich kann dann natürlich nicht mehr drauf reagieren. Ihr solltet ja in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch gerne seht oder wie ihr das lieber hättet, dass wir so Umbaumaßnahmen vielleicht eher machen, ja, wenn wir halt offline sind und dann die anderen Sachen lieber machen, wenn wir online sind. Ob wir das dann trotzdem machen, das ist dann die andere Frage. Aber dann weiß ich zumindest, was ihr gerne sehen wollt. du musst ein Tulpenbild noch machen. Ich weiß nicht, ob du gerade zeichnen kannst. Bin ich gerade dabei. Das habe ich ja auch gerade gemacht. Schon. Das eine habe ich fertig gemacht. Achso, ist jetzt 2 drin, ja.
Ah, das ist doch doof. Aber wir wollten wir die Mitte nicht sowieso... Nee, die hatten... Hatten wir die schon erweitert? 1, 2, 3, die ist... 1, 2, 3... Ach nee, da wollten wir da vorne den Klumpen wegmachen. Ja, es ist... Obwohl, nee, das ist nicht doof, weil das dann genau da dran ist. Das sieht nur so ein bisschen komisch aus, aber das passt eigentlich haargenau. Ja, dann machen wir das so. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Sag einfach, ja, ist okay, Schatz. Nee, das ist gefährlich. Wenn ich das sagen würde. Nee, ist schon alles gut. Alles gut. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und dann die in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber davon habe ich ganz viel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. Oh, was ist denn heute los? Ich fange ja schon an, wieder epi zu werden hier. Nee. Dann wärst du ja cool. Moment, das machen wir jetzt hier hin. Ich werde ganz also, cool. Also, es kann nur einen geben. Das bin ich. Einen epi, ja. Ja. Oder einen coolen. Weil der ist schon lange vergeben. Also... Da kommst du nicht ran. Ja, Highlander ist cool, da kannst du nichts gegen sagen. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, das ist doch scheiße. Also die Mitte, die passt hier nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Oder wir müssen den Außenbereich vielleicht irgendwie ein bisschen um eins ändern oder so, ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Mitte, 1, 2. Hier vielleicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1. So, jetzt haben wir herausgefunden, wie man tanzt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne, 1, 2 haben wir jetzt gemacht. Dann machen wir das doch dahin, weil man da noch eins rüber kann. Keiner hat jetzt verstanden, was ich ja eigentlich mache, aber 1, 2, also wie immer. 3. Ach nee, da sollte jetzt, ja noch einer hin, oder? Jetzt weg, ihr Schweine, er kommt gleich in die Grube, wenn die Gameplayer immer fertig eins, wird. 1, 2, 3, 5 hatte ich gesagt, oder? 1, 2, da sage ich mal nichts zu. Wieder sagst du nichts zu. Willst du jetzt lieber vorher nochmal nachrechnen oder wieso? Nee, sonst kommt das doch rüber, als wenn ich zugehört hätte. Also wenn du das Falsche sagst, kommt es nicht so rüber. Keine Sorge. So, Moment. Dann machen wir das hier weg. Und das. Und das. Dann ist das dämlich zum Abernten. Aber zumindest gut aufgeteilt. Naja, gut aufgeteilt ist relativ. Aber zumindest aufgeteilt. Haben wir da hinten eigentlich eine Straße? Doch, haben wir schon. Ach, die geht auch noch komplett rum. Haben wir hier irgendwo noch keine Straße? Hallo? Ja, die bei den Obstbäumen ist ein bisschen blöd. Da fehlen sind Unterbrechungen drin. Bei den Bäumen... Ich von dieser Seite. Ich habe übrigens da hinten die Fische alle mal so ein bisschen zusammen gemacht. Eigentlich nicht zum Abernten, weil die nur schön aussehen sollen. Aber ach so, die kann ich jetzt wieder nicht, weil ich was am Tragen bin. Ja, ist okay, ist okay. Machen wir das hier rein. So. Wo machen wir denn die Schafe dann hin? Das weiß ich doch nicht. Du hast zu mir gesagt, wir müssen unbedingt die Schafe da drauf. Ja, Moment. Wenn wir sowieso die Schweine nach da unten machen. Wir haben doch auch... Obwohl, naja, gut, dazu brauchen wir keinen Port. Das ist ja direkt da drunter. Wenn wir die Schweine eh nach da unten machen, dann können wir doch da oben, wo die Schweine sind, zumindest die zwei Stellen, können wir dann gleich die Dings reinmachen hier. Die, Ja, wir haben ja nur ein Schaf. Wir müssen es erstmal leveln. Dafür kriegen wir erstmal nur eins. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
So, das wird jetzt teuer. Moment, ich muss mal kurz die Fische noch angeln. Weil Dori musste erstmal ein Level abbekommen. Und wir haben gut was drauf bekommen. Ich hätte jetzt fast die Hühner mitgenommen. Hast du eigentlich gesehen, ich hatte hier, ich glaube es... Ah nee, die schwarzen Hühner, da warst du noch dabei. Die musste ich ja für eine Quest machen. Die habe ich gerade abgefarmt. Die Quest ist gerade erledigt. Ach, deshalb haben wir jetzt ein paar Medaillen gekriegt. Wo haben wir denn die rosa Schweine? Jetzt sag mir nicht, wir haben nur da hinten dieses Neunerfeld davon. Warte mal, hier ja, sind da hatten wir wenig von. Ja, wir haben generell wenig von den Tieren. Ach, da! Ach du Schande! Aber dafür haben wir wahrscheinlich alle frei. Nee, fast alle freigeschaltet. Wie ist es ausreichend Futter vor. Oder hast du die eben abgedingst? Ja. Ja, wieso sagst du mir das denn nicht? Ich frag mich, warum die nicht nachkommen hier mit ihren Dings. Ne? Wegen dem Dings. Warum die nicht nachkommen mit. Ja, Ernte kann man ja bei denen nicht sagen. Mit der Produktion quasi. So, da war noch eins. Achso, ich habe auch nicht mehr jetzt dabei. So. Dann haben wir. Welche waren das nächste? Moment. Das Schwarze kostet weniger. Also erst schwarz und dann die anderen halt. So. Erst das Schwarze. Musste ich leider mal verschieben. Es tut mir leid. Ich habe nicht so viel Platz. Das sind gerade die von der Quest, die ich jetzt in die Mitte rein tue. Das ist natürlich... Oder? Nee, warte mal. Doch, die schwarzen waren noch von... Aber wir haben die Quest ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee. Das war auch keine Schweinequest, das war eine Hühnerquest. Nee, ich meinte die Schweinequest, aber ist... Oh. Ist egal, wollte ich gerade sagen. Ja, jetzt weiß ich nicht, sind das jetzt... Na, dritten Apfelbaum haben wir auch, ja. Doch, das Hampshire-Schwein hat, müssen wir 50 mal machen, aber das haben, da haben wir nur 10 von, ja. Ja, aber das Cornwall-Schwein war vorher. Ja, das habe ich eben abgefarmt. Das habe ich, glaube ich, weggemacht. Die Quest. Ah, jetzt kommt das Neue, okay. Weil ich das jetzt leider nicht so setzen konnte, wie ich es eigentlich setzen wollte. So. Aber das finde ich klasse. Jetzt haben wir mal den Beweis, dass... wo bist du denn? Habe ich dich nicht gerade... Achso, du bist da hinten. Jetzt haben wir den Beweis, ich habe das mich gerade umgesetzt und dabei ist das Essen, also das, was du abernten kannst, also die Pilze, sind noch drauf. Und früher war es nämlich so, dass die nicht drauf waren. Ja, doch, das ist hier so, dass es drauf bleibt. Das haben sie auf also jeden die, Fall verbessert. Die behalten praktisch ihren Status, wie sie gerade sind. Oh, wow. Die sind richtig teuer. Wo ist denn... Jetzt gibt hier schon wieder unser ganzes Geld auch. Ja, ich habe die neuen Schweine, die gerade freigeschaltet wurden, habe ich draufgesetzt. Nur zwei Reihen, also zwei Neunerfelder. Ja. Kann ich da jetzt was für, dass die so teuer sind, oder was? Ja, kann... Hast du denn die Gerste schon gemacht? Da kriegst du nämlich auch nochmal Geld, ne? Nee. Oh, da haben wir auch eine Quest von. Die sind aber nicht so teuer. Ich glaube nicht, dass du irgendwas gesagt hast mit, das gebe ich aus, ne? Weil ich sag nur, die letzte Folge, die ich jetzt im Kopf habe, die ich geschnitten habe. Es war nicht die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, muss ich dazu sagen. So, ein zweites Feld sollten wir von denen auch mal draufsetzen. Aber von allen nehme ich ein bisschen mehr. Außerdem habe ich gedacht, du hast die Schafe schon gemacht. Das solltest du doch eben machen. Nein. Doch, solltest du. Nein, sollte ich nicht. 4.300. Habt ihr einen Sockenschuss oder was mit euren... Ey, da kann ich echte Schafe verkaufen. Für den Preis. Ja, eins. Ja gut, 4.000, das ist vielleicht ein bisschen wenig jetzt für echt, aber... Oh Gott. Nee, ich glaube, 4.000... Also, ich weiß das... Ich glaube, da kriegst du ja schon was mit Kuh für. Ach, es waren doch die Hühner hier hinten.
Oder ich habe die einfach nur so vergrößert. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz tolle... warte. Zog dir den Apfelbaum. Ich mach jetzt was. Warte. Und dann mach das nicht. Doch, wenn du was machst, ist das immer gefährlich. Das kostet nicht so viel. Ich nehme auch das Billigste. So. So. Und so. Ist das nicht schön? Komm, hast du kurz Zeit? Komm mal kurz nach hier. Wo ist denn nach hier? Zu den Schweinen. Warum ist da und dann stell dich mal neben mich, weil ich bin gerade im Fotomodus, auf die andere Seite. Hier? Ja, aber am besten, ja, kannst du auch mit Traktor, theoretisch, oder? Ja, ich bin da der Coole, ich hätte einen Traktor. So, das ist doch ein schön, kriegt man vielleicht die Schweine auch so ein bisschen raus? Das ist doch ein schönes Bild. Vor allen Dingen ist der Aufsteller fast so groß wie ich. Das ist vielleicht ein bisschen riesig, aber ansonsten. Guck mal, die Schweine sind im Hintergrund am Gucken. Da wird der eine einfach weggeschoben da hinten. Und der andere riecht gerade am Popo von dem einen. Boah, ich muss hier raus aus dem Fotomodus. Solche Sachen wollte ich gar nicht sehen hier. Okay, kannst wieder gehen. Aber du musst noch sagen, dass ich das schön gemacht habe hier. Jetzt ja. Sagen! Jetzt! Ja. Los! Hast du schön gemacht. Hast du jetzt die Schafe schon hingemacht? Ja, habe ich dir eben noch gesagt. So, achso, das Tulpenbild kann man noch nicht weitermachen. Dann mache ich eine Sache noch kurz. Ich rock hier auch immer total. Ach, ich muss mich echt daran gewöhnen, dass der Epi die Sachen so an die Tür gesetzt hat, dass mir das gar nicht auffällt beim Reinkommen irgendwie. Oh doch, ich kann es weitermachen. Sehr schön, dann kann man das beim nächsten Mal nämlich abholen direkt. Habe ich gerade einen Schock bekommen. Aber das waren die Quest-Sachen, die hier drauf waren. Die hast du alle abgeerntet, ne? Oder hatte ich die schon abgeerntet? Nee, die hast du abgeerntet, meine ich. Oh, holla die Wallfee. Der war ja wieder fleißig. Wieso bin ich hier in der Deko drin? Tomaten. Tomaten ist gerade Zeit und Tomaten müssen wir abernten. Nicht die Fleischtomaten. Oh, oh, oh. Erdbeeren. 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 Ach so, genau. Und Spinat ist neu. Da brauchen wir auch noch ein kleines Plätzchen für. Ja, könnte ich gerade setzen. Aber wohin? Ja, denke aber dran, dass der teuer ist. Also halt das ein bisschen im Auge. Tut das nicht weh, wenn ich Spinat im Auge habe? Du sollst ihn im Auge halten. Du sollst da nicht mit rumreiben oder so. Wir hatten doch die roten Paprika. Die hatten wir doch hinten auch noch mal drin, meine ich, oder? Hatten wir die nicht aus Versehen doppelt gesetzt? Gelbe, grüne? Rote, blaue, lieber Martin, komm und schaue. Das sind die Kinderlieder, mit denen ich damals terrorisiert worden bin. Die bleiben mir immer noch im Gedächtnis. Nein. Okay, wir haben anscheinend vorne doch keine. Vielleicht hatten wir hier bei. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ich weiß nicht. Der EP war hier vorne. Der ist ja im Streit. Du alte Drecksau! Ich glaube, takt! Vor allen Dingen reicht ja wohl ein Streifen. Habe ich ja auch nur einen Streifen. Ja, und was ist das hier vorne? Ja, da wollte ich nochmal gucken, aber dann war auf einmal das Geld wenig. Aha. Da sind aber auch nur 18. Ja, aber du musst sie ja nicht komplett vollsetzen. Du weißt, dass die, ich glaube, 24 Stunden oder so brauchen, ne? Habe ich ja auch nicht, wollte ich ja auch nicht. Aha. Aber ein bisschen müssen wir schon dafür haben. Habe ich gesehen. Wollte ich nicht. Oh, aber wir wollten noch was anderes. Das haben wir total vergessen. Was denn jetzt? Abgesehen davon, dass wir die Blumen theoretisch auch erweitern könnten hier. Moment, dann machen wir das anders. Dann nehmen wir den, setzen den eins zurück. Du erinnerst dich da gar nicht dran, oder? Den hier! Den haben wir vergessen! Den wollten wir schon ein paar Folgen vorher aufsetzen. Ja. Der ist cool. Das ist Alfred. Der achtet darauf, dass unsere Ernte auch schön von nicht von Vögeln angegriffen wird. Also schön sauber bleibt, wollte ich eigentlich sagen. So, guck mal, wir haben jetzt... Nein, ich sag's ihm lieber nicht, weil sonst fängt er hier an, auf unserer temporären Seite hier vorne
plötzlich noch weiter Spinat anzupflanzen. Dann haben wir nämlich gar nichts mehr, was wir mal eben kurz setzen können. Oh, ist schon wieder alles voll. Hä, wir hatten noch gerade... Ach so. Ja, ich habe ja ein paar Edelsteine jetzt benutzt. Warte mal, wie viel brauchten wir für die nächste Erweiterung genau? 6.860. Ich gehe mal eben verkaufen. Nein. Da. Bleib stehen. Geld hoch, Hände her. Okay, Diamanten tun's auch. Her damit. Hat der Epi nicht verstanden, dass ich gesagt habe, Geld hoch, Hände her. Nein. Das war so albern, dass ich es einfach ignoriert habe. Ach ja, wir haben ja keine Salzbäume. Oh. Ich sag ja, für den Anfang kann man es sowieso nicht gebrauchen. Sondern, ja, das ist okay. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Dankeschön. Du hast Birnenbäume abgeerntet, oder? Ich wollte schon abgepflanzt. Ich will immer abgepflanzt sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, habe ich. Warum? Oh, warum haben wir hier so ein großes... Ach stimmt, ich hatte das nochmal erneuert zwischendurch. Warum? Warum, warum, warum ist die Banane krumm? Und warum quietsche ich so rum, wenn ich krank bin? So, das nicht. Ah ja, ich finde das so, weißt du, du guckst in den Gemischtwarenladen rein, ja? Denkst so, ja, was verkaufe ich denn heute? Ja, Milch verkaufe ich. Ich meine, Milch haben wir ja zumindest mittlerweile. Milch verkaufe ich, Tomaten verkaufe ich, Eier verkaufe ich. Oh ja, Käse, das ist super, das verkaufe ich auch gegen Medaillen. Mhm. Da frage ich mich echt, wann wir das denn bekommen. Aber ich glaube, das stand in der Roadmap. Also zumindest so, wie ich das übersetzt habe. Ach so, das war das Lagerhaus. Meine ich, stand es dieses, also im Sommer noch drin, oder? Kannst dich nicht dran erinnern, wenn ich, was ich gesagt habe. Nee. Haben wir noch eine andere Quest hier? Links sind noch zwei. Bist du nicht eben an mir vorbeigelaufen? Ich doch nicht. Oh ja, für 29.000 kann ich da leider nicht widerstehen. Ich treib mich ja nicht in der Stadt rum wie du. Ja, ich rede auch mit dem Glatzkopf hier, mit der Brille. Peter Fröhlich! Obwohl, der hatte keine Glatze. Der hieß auch Peter Lustig, ne? Ja, Peter Lustig, genau. Ey, das ist so viele Jahre her, dass ich mich überhaupt noch an den Namen erinnere. Wobei das jetzt nicht der richtige Name war. Dass du den Vornamen wusstest, das war schon... Aber du weißt, was ich meine. Nein. Fridolin Fröhlich, den kenne ich auch noch. Das war ein altes Kinderbuch. Oh, wir haben 7.100. Ab auf die Erweiterung. Wir schauen, wo wir noch eine Jauche, ein Loch finden für unsere Tiere. Wir hätten... Ein Loch. Theoretisch neben den Tieren könnten wir was freibauen. Aber ich weiß nicht, ob wir da oben Schafe draufsetzen wollen. Das ist auch nicht so groß. Also zwei könntest du da draufsetzen. Wo bist denn du überhaupt? Zwei könntest du da draufsetzen, aber für den Rest, finde ich, ist das jetzt nicht so viel. Warte mal, was ist denn hier auf der Seite? Oh, das ist doch... Bist du nicht hier in der Nähe? Doch, hier. Wenn du hier an den Fischen entlang fährst. Boah, wie schnell der auf einmal dann nach hier kommt, ne? Was? Wo? Ach, da! Wumm! So richtig... Denn du sollst hier nicht ernten, du sollst hier mal kurz gucken. Hier, das ist doch eigentlich groß für die Tiere, wenn wir da die Schafe draufsetzen. Ja. Ne? Ne. Also nur heißt ja. Mhm. Okay, dann hole ich das. Nein! Sie haben nichts mehr zu sagen. Da können wir auch noch oben was abernten. Ach, hier oben ist noch mal eine kleine Erhöhung. Da können wir dann ja die ganz teuren Schafe draufsetzen. Ach, nein! Weißt du, was wir hier machen können? Wir können hier oben, aber das ist nicht viel, können wir diese, ja, was sind das für komische Dinger? Kernnüsse? Keine Ahnung.
was das ist? Kernnüsse. Ja, diese. Ich finde gerade. Hier unten, die Kichererbse zum Beispiel, die hat doch diese. Ich sag immer Nüsse dazu. Keine Ahnung, was ist das für eine Frucht? Ja, die also Frucht innen drin. Also die Erbse da drin. Ja, Erbse haben wir immer dazu gesagt, ne? Aber es sieht nicht aus wie eine Erbse nebenbei bemerkt. Die könnten wir doch theoretisch hier oben so für einen Notfall draufsetzen, oder? Ja, aber das ist nicht viel, ne? Das ist ja noch niemals. Warte mal. Ja, aber willst du lieber die Tiere hier oben draufsetzen oder vielleicht ein bisschen Futter für einen Notfall? Ich weiß es nicht. Oder wir machen irgendwo. Futter finde ich hier nicht gut. Vielleicht, na, hier hast du 1, 2, 3, ja doch, hier hast du 3 nebeneinander. Wir könnten hier so einen Streifen mit Futter machen. Mhm. Warte, dann mache ich den Baum das rüber. Das ist besser. Tut mir ja leid, dass wir jetzt hier, eigentlich ist das ja Eis, ne? Was wir jetzt hier, also Eis, Schnee, so die Ecke, was wir hier unten haben. So, tun wir den noch ein bisschen rüber. Da wollte ich ihn nicht hinstellen, aber den ersten wollte ich ja auch schon nicht da hinstellen, wo er jetzt steht. Insofern alles gut. Oh, wir können hier direkt... Das haben sie übrigens auch neu. Guck mal hier in der Ecke. Das ist mir zuletzt aufgefallen, dass du hier durchfahren kannst plötzlich. Die haben das sonst immer so zugehabt, dass du da nicht da durch konntest, obwohl die genau hier an der Grenze waren. Da kannst du von den Tieren direkt hinten zu den Bäumen. Die sind übrigens wieder aberntebar. Kannst du gerne nochmal fahren. Oh ja, die Linsen. Das sind auch die, die nicht ganz so lange brauchen. Das ist gut. Ach so, haben wir dafür noch genug Geld? Ja gut, 3000 pro Stück, das geht noch. Das geht noch. Ja, heute wieder große Umbaumaßnahmen. Ich weiß. Aber es sind auch wieder ein paar coole Sachen in den Überlegungen bei gewesen, wie ich finde. Was kann man wie machen? Ich halte mich hier bei der Farm ein bisschen dran. Was möchte der Epi haben? Weil nee, ich habe ja auch privat nichts zu sagen, deswegen sage ich hier dann auch nichts mehr. Das stimmt auch nicht. Doch. Nein, aber davon, also ja, aber davon mal abgesehen. Warte mal, hier hatte ich doch einen Streifen noch. Weil das mit ist dem... so, ich gebe dir das Gefühl, dass du was zu sagen hast, aber in Wirklichkeit hast du nichts zu sagen. Ja, weil es dich eh nicht interessiert, was ich sage. Daran liegt das. Das waren doch hier die Dingsfische, ne? Genau, dann können wir die ein bisschen... erweitern. Dann haben wir zwar 2 Streifen mit denen, aber pff, ich meine, die sammeln wir halt immer zwischendurch, ne? Hier direkt daneben können wir dann erweitern. Da können wir dann die restlichen Schafe noch draufstellen. Weil das ist auch nochmal was breiter. Wäre dann aber... Ich habe es doch gerade... Achso, Level 61 benötigt. Och Gott, jetzt kommen wir langsam hier an die Grenze ran, dass wir tatsächlich ein höheres Level haben müssen. So geht das ja, aber nicht. Du kaufst zu viel und machst zu wenig. Das ist so wie im Realen. Bei dir? Nee. Hast du recht. Ich hätte heute gerne noch was gekauft. Ein anscheinend ziemlich cooles Horrorspiel, was ich... Oh, das wollte ich nicht machen. Was ich gerne let's played gesagt, hätte. Das heißt. Doch, das ist eine Mischung aus einem Horrorspiel und einem Simulator, wo man Autopsien macht. Und das hat und das hat mich immer schon interessiert. Und frag mich nicht, nein, ich bin nicht morbide oder so, aber mich hat das immer mal interessiert, ja, begrenzt interessiert, um es genau zu sagen, dabei zuzusehen. Also auf der einen Seite, ja, würde es mich interessieren. Ich weiß auch einiges so an Hintergrundwissen dazu. Auf der anderen Seite, erstens den Geruch, glaube ich, würde ich nicht aushalten. Also ich bin sehr empfindlich, was Gerüche, also schlechte Gerüche angeht. Bin ich ganz ehrlich. Aber, Das heißt, du willst nur die gut riechenden Leichen haben. Ja, das wäre besser. Ich wollte ja auch die ganze Zeit schon dieses Mortuary oder wie das heißt, Assistant haben. Das Problem ist nur, da wird das dann ja auch nochmal erklärt, wie du das... Oh, das war eins zu viel, glaube ich. Wie du... Wieso mache ich denn hier ein Querding eigentlich hin? Das ist doch Blödsinn. Ich sollte nicht reden und gleichzeitig irgendwas markieren und so. Moment, ich muss auch mal eben kurz zählen. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, dann machen wir das hier hin. Da haben sie zum Beispiel das auch sehr gut erklärt, was ich aber vorher eigentlich schon wusste, dass du bestimmte Vorgänge machen muss, also dieses Spiel ist ja familienfreundlich, deswegen möchte ich nicht so ins Detail gehen, dass du bestimmte Vorgänge machen musst, bevor du tatsächlich, ja, wie soll ich das sagen, einen Toten präparieren kannst. Also so, dass er
gut genug ist, um halt, ne, unter die Erde zu gehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber einige Leute wissen, was ich damit meine. Und die, die es nicht wissen, die sollten sich damit nicht genauer beschäftigen, würde ich mal behaupten. Und das haben sie da auch schon gezeigt. Und diese ganzen Vorgänge und so, das interessiert mich ja doch irgendwo. Weil, ne, so von wegen Allgemeinwissen und so. Ich muss es jetzt nicht unbedingt in Bildern sehen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch einen sehr starken Magen, was das betrifft. Nein. Und schon wieder ein Feld gesetzt, weil ich zu wenig hier verschoben habe. Mann. Also, du hast ja auch schon gemerkt, dass ich hier nebenbei Saw gucken kann beispielsweise und dann am Essen bin oder so. Also... Ich kenne da nichts. Aber ich finde das auch ein bisschen, das ist ein Unterschied, wenn man bewusst so weiß, dass das gestellt ist und so gemacht ist. Oder wenn man das real so miterlebt hat und dann natürlich der ja, realen Leichen irgendwas macht. Das ist ja also überhaupt nichts für mich. Also ich, nicht jetzt. Nein. Wegen den Sachen da und wegen den Blut in dem Ganzen. Sondern weil es einfach nichts für dich wäre. Ja, es reizt mich jetzt nicht so. Ich meine, es ist bestimmt extrem interessant, aber ich bin eher so ein technischer Mensch wahrscheinlich. Deshalb würde mich eher sowas reizen, dann irgendwo in einem Institut zu arbeiten, wo ich sehr viel mit Technik zu tun habe. Das kann auch mechanische Technik sein, also jetzt nicht nur Computertechnik oder sowas halt, ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas längerfristig machen könnte, wirklich als Arbeit jetzt, ne? Also dass ich irgendwo eingestellt würde. Aber gereizt hat mich immer schon die kriminaltechnische Forensik, weil ja, das hat was, aber dann auch andere Sachen, ne? Ja, 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 aber auch Fingerabdrücke und sowas zum Beispiel auch. Also ich nehme jetzt mal den ganzen Begriff, jetzt nicht nur Leichenuntersuchung oder so. Mhm. Aber ich fand das schon immer so unheimlich interessant. Und ich habe ja ein paar Originalbücher, die wirklich bei, also die kann man frei kaufen, muss ich dazu sagen, die auch wirklich quasi als Unterrichtsstoff so bei der Forensik eben benutzen. Und ich finde das so unheimlich interessant, was man da alles tatsächlich ja mit rausfinden kann, wie auch unsere Technik in den letzten, weiß ich nicht, Jahren, Jahrzehnten sich da verändert hat, ne? Also wenn du mal überlegst, damals, ja, ich glaube, es hat angefangen, dass du irgendwann mal so Fingerabdrücke nachweisen konntest. Das war, glaube ich, so das Erste, oder? Schätze ich mal. Und dann wurde das ja immer feiner. Dann kannst du Schuhgrößen findest du irgendwo und sagst, ja, das ist, keine Ahnung, die Schuhmarke, die Schuhgröße, er ist der Täter, so nach dem Motto. Weißt du, so lauter tausend Kleinigkeiten, wo ich mir dann sage, da machst du dir als Normalsterblicher normalerweise keine Gedanken drum. Mhm. Es sei denn vielleicht, dass du irgendwas am Planen bist oder so. Aber ich sag mal, die Normalsterblichen, so 99,99% da draußen der Menschen, vielleicht auch weniger, ich weiß jetzt nicht, wie viele Serienmörder da draußen unterwegs sind, aber nee, Spaß beiseite, aber du machst dir ja wirklich keine Gedanken drum. Bei mir ist es wirklich, ich habe so viele Serien in der Art gesehen, ganz blödes Beispiel, da hast du mich ja drauf gebracht, die Serien von Dexter, was ich für alle, die sich, naja, mit Psychopathen würde ich noch nicht mal sagen, weil er hat nicht dieses typische Psychopathenbild. Obwohl das so ein bisschen so dargestellt wird, aber er hat nicht dieses typische Bild davon. Deswegen, das hat mich immer so ein bisschen in Anführungszeichen gestört. Weil es halt so dargestellt wurde, aber trotzdem ist es das nicht so richtig, weißt du? Mhm. Kann man hier irgendwie, das ist so blöd mit dem... Du wolltest jetzt hier oben auch welche draufstellen, hast du gesagt. Na, dann mache ich das einfach so, dass ich die hier oben komplett wegnehme. Dass ich nur das Ding zum Hochfahren lasse. Also ich rede jetzt von den Straßen, ne? Ja. So. Ja, aber es ist... Ich habe ja schon gesagt, auch generell diese Simulatoren, ich finde es unheimlich toll. Ich meine, gut, klar, da können natürlich auch mal so ein paar komische Dinger bei rumkommen. Aber ich finde es unheimlich toll, auch generell, also jetzt nicht nur im Kriminalbereich, sage ich mal. Wieso kann... Ach so, damit das hochgeht.
was du alles für Simulatoren mittlerweile hast. Ich meine, ich habe ja jetzt schon mal was vorgestellt, was ich auf jeden Fall auch weitermachen werde, aber im Moment noch nicht so die Zeit dazu habe, weil ich halt lieber ganze Spiele im Moment machen möchte und das dauert sehr, sehr lange, bis man die Sachen durch hat. Da würde ich, da habe ich Gunsmith-Simulator, hieß das, glaube ich, vorgestellt. Und ich fand das so unheimlich interessant, wie das Ganze tatsächlich hier so stattfindet, wie man so eine Waffe auseinander nimmt und so, wie man die wieder zusammenbaut. Ich habe null davon behalten, bin ich auch ganz ehrlich. Gut, ich habe jetzt auch nur 3 Folgen oder so gemacht bisher, ne? Um das mal vorzustellen erstmal. Aber sonst sieht gut aus hier, oder? Ich finde schöne Streifen. Ich bin nicht mehr da. Also, was ich gesehen habe, sah gut aus. Holst du die Schafe oder was machst du gerade? Warum? Du holst nicht die Schafe, dann hole ich mal eben die Schafe. Kann sie auch holen, aber du bist ja jetzt da. Der Epi wollte euch hier alleine lassen. Ich setze euch mal rüber. Wir können aber noch keine neuen machen, weil die sind zu teuer, ja? Also noch nicht. Ja, wie viel hast du denn jetzt? Zwei Neunerfelder erstmal. Also haben wir 18 Stück, aber wenn du 25 hast, dann ist der Level höher. Ja, aber pass auf, wenn ich jetzt die Schafe nehme und ich setze ein, beobachte unser Geld, ich setze einen Neuner, also mach mal nichts, ich setze ein Neuner-Ding drauf. Boom. Ich könnte theoretisch, aber dann sind wir ein bisschen knapper, noch 2 draufsetzen, dann sind wir bei 112.000 jetzt. Bedenke, dass wir diese scheiß Dinger aber noch farmen müssen. Diese, was haben wir gesagt, was das sind? Erbsen. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Erbsen sind, aber die müssen wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht ein größeres Feld irgendwo noch anlegen. Die Linsen, also Linsen habe ich ja hinten jetzt gepflanzt. Hier kann ich, na gut, hier könnte man vielleicht noch mal einen Streifen machen. Auch so für Notfall. Sieht jetzt nicht so schön aus, wie es aussehen sollte. Aber ich meine, egal, wir müssen ja irgendwie was haben für Notfall. Sind auch nur 3 Dinger. Ist jetzt nicht so besonders viel. Aber dann haben wir zumindest ein bisschen was hier. Plus die Teile, die bei dir sind. Aber die brauchen halt jetzt auch 1,5 Stunden wahrscheinlich noch. Also entweder machen wir diese, wie heißen sie, Kilia-Erbsen neu weiter noch. Oder mehr Linsen. Weil Linsen bringen ja auch diese Erbsen. Ja, ich sag's mal so. Wir müssen halt immer das da hinten pflanzen, was gerade in dem Moment geht, ne? Ja, aber die Linse ist in 2 Stunden fertig und hat 2 Jahreszeiten. Die Kichererbs hat auch 2 und ist in 3 Stunden fertig. Ja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt nur kurz auf die Farm gehen und das Ganze abernten und wieder was Neues draufsetzen wollen, müssen wir halt in dem Moment das nehmen, was geht. Ja. Das sage ich ja die ganze Zeit. Oh, ja. Nein! Nein! Jetzt? Nein! Ich schaff das noch. Es sind nur noch 3 Felder. Bleibt noch im Sommer. Ich schwöre dir. Ich schaff ihn noch locker. Ja. Oh. Nein. Ich schaff das noch. Es sind nur noch 3 Felder. Bleibt noch im Sommer. Habe ich es jetzt zu schnell gesagt. Bleibt trotzdem im Sommer. Komm. Oh. Nenn mich Gott. Oder Göttin ist besser. Oh Gott. Puh. Die hast du nämlich nicht gemacht. Ich dachte zuerst, die hättest du vorhin schon gemacht. Ich hab's auf die letzte Sekunde. Wir können übrigens immer noch die Tomaten machen für die Quest. Hast du die noch immer nicht gemacht, oder? Nee. Ich weiß nämlich nicht, wo die sind. Doch, einmal habe ich gemacht, aber gefunden. Da haben wir viel zu wenig voll. Da haben wir nur ein Drittel. Also einmal habe ich sie abgefahren. Eigentlich bräuchten wir die öfter mehr. Ich muss die mal in auf das temporäre Feld setzen. Ja, so viel. Nee, warte mal. Hä? Ach so, ist das für eine andere Quest? Hm? Wie für eine andere? Ich meine, das Bild ist ja automatisch drin. Landrassenschwein ist klar. Hier, da brauchen wir 80 insgesamt von. Ja, aber wir haben nur 27, dann ich will die nicht. Die müssen ja. Ja, deswegen sage ich ja, dann stell das für die Quest doch noch hinten neue rein.
Mach doch schon gerade welche hin. Dass ja, mach mal 107 am besten. Dass wir die einfach abernten können, unabhängig davon, wenn du noch Platz hast. Weil du hast ja da so komisches Zeug hinten drauf gemacht. Weiß Aha. nicht, was du damit wolltest. Was denn? Wo, was laberst du schon wieder? Den Spinat. Da ist den du ja nicht Dinge. Gesetzt hast, obwohl du das vor meiner Nase gemacht hast. Er hat sich selber gesetzt. Mhm. Ach, das sind die Kichererbsen, ne? Mist, dann kann ich die nicht setzen. Die Kichererbsen habe ich ja gerade abgefarmt, aber wir müssten davon... Aber, na. Ach, das waren die, ja? Ja, das waren die, okay. Na gut, na gut. Oh, ja, wir müssen. Genau. Oh, ich wollte eben eigentlich schon die Folge beenden, muss ich dazu sagen. Und dann haben wir irgendwie noch über Autopsien und so ein Kram geredet und haben dann irgendwie nochmal eine Viertelstunde hinten dran gehangen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Leute. Auch für alle, die das Thema jetzt vielleicht nicht so toll fanden. Schaut weg, wenn ich das Ganze mal Let's Playen werde. Dafür habe ich ja immer diese schönen Ränder gemacht. Also alles ab 18 habe ich in Rot eingerahmt, alles ab 16 habe ich in Blau eingerahmt. Und wer da vielleicht noch ein bisschen jünger ist und mit gewissen Sachen so ein bisschen Probleme hat, auch wenn es halt ein Spiel ist und natürlich keine Real-Grafik oder so, aber es kann natürlich trotzdem eklig aussehen, der guckt sich dann die Sachen einfach nicht an. Ne? Und steht ja auch immer normalerweise in der Sparte auch eingeordnet, es sei denn, ich habe es mal vergessen. Dann kann man ja mal gucken, oh ja, ist bei Horror eingeordnet oder ist bei Abenteuer eingeordnet. Die sind ja meistens dann nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wie Horror. Ich habe jetzt auch einige Sachen gefunden, wo wohl auch einige Jumpscares mit drin sind. Da werde ich dann, wenn ich dran denke, am Anfang auf jeden Fall noch einen Hinweis geben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, weil wir wollen die Folge beenden, weil die ist quasi so schon doppelt so lange, als eigentlich geplant war, geworden. Deswegen tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.